Als nächstes zu Wort gemeldet der Herr Abgeordnete Muchitsch. Bitte, Herr Abgeordneter. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, ich darf mich auch zu diesem Thema heute zu Wort melden und ich bin der Frau Klubobfrau Mendel-Reisinger sehr dankbar, dass sie dieses Thema gewählt hat, weil es auch die Chance ist, aufzuzeigen, wo Europa und wo Österreich nicht funktioniert. Mit Verlängern der Grenzkontrollen, meine sehr geschätzten Damen und Herren, lösen wir nicht die Probleme, die wir eigentlich am österreichischen Arbeitsmarkt haben. Und ich versuche das wirklich sehr sachlich nun auszuführen. Sie wissen alle die Fakten. Die Fakten sind, dass dubiose Firmen aus Österreich und aus dem Ausland diese Werben um billige Arbeit nehmen in den Oststaaten, ehemaligen Oststaaten und in den südlichen Ländern, damit sie als Leiharbeiter in Österreich angeboten werden. Sie wissen, es gibt österreichische Großkonzerne, die gründen über der Grenze eine Niederlassung, eine Firma, um dann diese Arbeitnehmer wieder nach Österreich zu entsenden, zu billigeren Lohnnebenkosten. Und Sie wissen auch das dritte Beispiel, dass es österreichische Firmengeflechte gibt und Anbieter gibt und Drahtzieher, die mit billigen Subunternehmen aus dem Ausland hier in Österreich am Markt diese österreichische Firmen für Subaufträge anbieten. Es geht sich dabei aber immer um die Menschen, die hier zum Einsatz kommen. Und diese Menschen werden überwiegend ausgebeutet, sie werden unterentlohnt und sie bekommen nicht das, was ihnen zusteht. Und diese Grenzkontrollen, die Sie jetzt wieder verlängern, die lösen diese Probleme nicht, weil alle diese Menschen, ob Entsandte oder Leiharbeitskräfte, ob eigene Arbeitnehmer von österreichischen Konzernen, die über die Grenzen dementsprechend angeworben werden, sie alle kommen mit einem Reisepass nach Österreich. Wir haben alle einen Reisepass und kommen nach Österreich. Aber der österreichische Arbeitsmarkt funktioniert hier nicht. Und ich komme aus Spielfeld. Spielfeld war mal so meine Jugend mit Blasmusik und so weiter. Natürlich hat sich da etwas abgespielt. Keine Frage. Natürlich wissen wir, wer damals Innenministerin war, wer damals Außenminister war, nämlich ÖVP-Ministerin und Minister. Und was mich so wirklich schmerzt, ist, dass wir keine Lösungen finden während der EU-Ratspräsidentschaft, Herr Bundesminister, wo ich wirklich angeboten habe, in einem persönlichen Gespräch, in einem Gespräch mit einem Kabinett, machen wir doch gemeinsam hier Lösungen. Machen wir gemeinsam Maßnahmen gegen so ein Beispiel, dass es unzählige gibt in ganz Österreich, dass es diese Beispiele gibt, die es in allen Bundesländern mittlerweile, wo Arbeitnehmer hier aus Polen auf einer Baustelle in Graz eingesetzt worden sind. Wir kontrollieren mehr denn je mit unseren österreichischen Behörden. Wir stellen Strafbescheide aus, mehr denn je. Nur dieser Strafbescheid endet über der Grenze im Papierkübel dieser ausländischen Unternehmen. Und genau deshalb wäre es so wichtig gewesen, Herr Bundesminister, diese Arbeitsbehörde zu unterstützen, aus österreichischer Sicht zu sagen, was soll die alles anbieten können und was soll sie leisten können. Wir müssen endlich auch europäisch diese Probleme lösen von Entsendungen, weil die nationale Gesetzgebung nicht ausreicht. Die reicht nicht aus dazu. Und deshalb hören Sie bitte auf mit Ihrer Populismuspolitik, hören Sie auf mit Ihrer Klientelpolitik für die Großkonzerne, machen Sie etwas gegen dieses steigende Lohn- und Sozialdumping in Österreich, in Europa. Schützen Sie damit auch endlich unsere österreichischen Betriebe mit ihren vielen Millionen Beschäftigten, die es kaum mehr schaffen, mit ehrlichen Preisen zu einem Auftrag zu kommen. Auch das ist eine wichtige Botschaft. Nutzen Sie noch die Ratspräsidentschaft der letzten zwei Monate. Schreiben wir dieses Thema nicht ab. Wir stehen dazu gerne für Gespräche zur Verfügung, wenn es darum geht, mitzuarbeiten bei einem Europa, das nicht nur schützt, sondern das auch wirklich allen nützt. Dankeschön.
Als nächstes Gewerkschafter Josef Muchitsch von der SPÖ fordert Maßnahmen gegen Lohn- und Sozialdumping. Und